Na gut, die Tür ist offen, ist offen. Zeit, lass einfach weiterlaufen. Und gucken wir jetzt, ob die Goblins reintapsen. Ja, ein Goblin ist in die Falle getapst. Bleibt nur noch eine Käfigfalle über. Kommt die Karawane hier lang? Die Miliz steht einfach nur drumrum. Sie will nicht sterben. Die ist halt echt nur Notfalllösung. So, ich sehe aber die Karawane. Da ist die Karawane. Steht dumm rum. Warum geht hier nicht da unten durch? Können wir uns irgendwie angucken, was für Aufgaben die noch haben? Nö. Keine Wunden. Wir kriegen auch keine Fehlermeldung von den Karawanen, weil die halt nicht zu uns gehören. Aber hier steht eindeutig, dass sie losgegangen sind, um zu gehen. Ah, das ist einer von uns. Da ist eine Wache. Ist irgendwas im Weg? Oh, ich kann einfach mal Shift D. Ne, das ist nur der Depot-Access für den Wagen und nicht für die eigentliche Route von den Mulis und Eseln und was weiß ich. Das bringt nichts. Also eigentlich müssten sie jetzt hier die Treppe runter, 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 bis hier und dann da durchwuseln bis ganz nach oben. Die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Die ist offen. Die da wurde schon von den Goblins eingenommen. Da sehen wir jetzt auch die Zwergeleiche von Pankolos. Und alle dahinter sind auch eingenommen. Oh oh, die Mauer könnte inzwischen fertig sein. Ah. Gucken wir mal ganz kurz. Ne, hier war die Mauer, die haben wir nicht fertig gebaut. Und da steht gerade ein Goblin rum. Nö. Sie haben einen Weg nach draußen. Gut, dann müssen wir also wahrscheinlich nur die Zeit weiterlaufen lassen. So. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass schon ein, zwei Goblins geflohen sind, denn momentan stehen da nur zwei Goblins, wenn ich es richtig sehe, auf der Waffenfalle. Und die beiden da sind ziemlich angeschlagen. Okay. Zwei Goblins mitten auf einer Waffenfalle, die jederzeit hochgehen kann. Das ist doch eine gute Gelegenheit für unsere Miliz, oder? Also, schauen wir nochmal kurz zur Karawane, ob die kommt. Wenn sie kommt, dann hält die Miliz die Füße still. Wir müssen ja nichts riskieren. Aber wenn die nicht kommt, was sie nicht tut, müssen wir eingreifen. Weil sonst bleibt die zu lange hier und dreht wieder durch und wir müssen wieder Zwerge, also Quatsch, Pferde zusammenschlagen. Das ist ja nicht so toll. Also, Miliz. S, Shift A. Befehl aufheben. Oh, und töten. Rectangle die beiden Goblins. Oh, oh. Okay, drück die Daumen. Hoffentlich laufen jetzt auch alle zusammen los. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich habe den Befehl nicht richtig gegeben. Nochmal K, R. Alle markieren. Nochmal Enter drücken. Jetzt aber. Go, go, go. Warum steht er jetzt gerade, ist ein Rekrut geworden? Das irritiert mich gerade ein wenig. Sind die jetzt alle kurzfristig aus dem Lied wieder rausgegangen? Jungs? Ihr gehört zum Militär. Ihr dürft jederzeit rausgehen, auch wenn ihr gerade einen Bunkerbefehl habt. Ah doch, da kommen sie. 1, 2, 3, 4, 5. Schön im Entenmarsch mit ein paar Zeilen dazwischen. So, wer ist der Erste? Zück, 70 N. Das ist auch ein relativ neuer. Mal gucken, ob er länger aushält dieses Mal. Zack. Warte mal ganz kurz, ich habe da was gesehen. Ein silberner Speer. Ah, man sieht nicht den Namen. Ich glaube, er ist tot. Da kommen jetzt noch jede Menge neue Milizen und sieht so aus, als wenn die Goblins tot wären.
Jo. Ah ne, da ist noch einer. Haut ihn nieder. Sehr schön. Jetzt sind alle Goblins tot. Dafür aber auch zwei Zwerge. Nicht gut, gar nicht gut. So. Ja, Pankulos tot, Zück 70 N tot. Was haben wir denn noch? Ja, nur die beiden sind gestorben. Also nur. Jetzt sind wir schon wieder bei 52 Zwergen. Na gut. Also, wir müssen die Miliz jetzt nochmal behelligen. Geht bitte dahin. In der Hoffnung, dass dadurch dann die Türen wieder eingenommen werden. Danach können wir die Türen wieder absperren und hier die anderen Zwerge aufräumen und Körperteile einsammeln lassen. Und die Fallen neu aufstellen. Wobei wir unbedingt noch mehr Fallen brauchen, wie wir gerade gesehen haben. So, Miliz ist durchgelaufen. Und jetzt haben wir wieder Kontrolle über die Tür. Sehr schön. Also S, Shift, A, O. Befehl aufheben. Ihr dürft wieder weg. So. Verbieten, verbieten, Haustier verbieten, Haustier verbieten und den Alarm aufheben. So, jetzt müssten nach und nach die Sachen hier eingesammelt werden, die Fallen aufgestellt werden, die Goblins nach oben gebracht und so weiter und so weiter. Damit werden wir sehr lange beschäftigt sein. Und die Karawane will immer noch raus und kann es wahrscheinlich nicht. Was macht Gerugan denn da? Ach, der hilft beim Aufräumen auch nicht schlecht. So, aber die Karawane macht keinen Schritt raus. Das wird nicht gut enden. Das wird gar nicht gut enden. Also ja, es ist schön, ab und an Handel zu treiben. Vor allem auch wegen dem Essen, was ja noch nicht ganz so sicher ist bei uns, die Produktion. Aber solche Sachen, dass die dann nicht rauskommen oder dass die verbuggen und Ewigkeiten brauchen, um zum Depot zu kommen und so, das ist schon sehr ärgerlich. Und dadurch, dass jetzt zwei Milizionäre wieder gestorben sind, ist die gesamte Miliz deprimiert. Das könnte auch schlecht enden. Oh, wir haben fast keine Steine mehr. Von Holz ganz zu schweigen. Was macht unser dritter Wald? Ist noch am Ausheben. Aber das wird Ewigkeiten dauern, bis hier Pilze wachsen. Lovecraft and Cats has been found dead dehydrated. Ja, der ist ja durchgedreht. Hat sich jetzt irgendwo verkrochen und ist da verdurstet. Kein sehr schöner Tod. Oh, ein Pilz. Die. Trees, Tee. Gucken wir, wie viele hier noch sind. Denn wir brauchen ganz viele neue Käfige. 1, 2, 3 Pilze. Wow. Hier vielleicht? Ein Pilz. Es ist echt so erbärmlich wenig, was dabei rumkommt. Und wir haben Saat gefunden. Ja, sehr schön. Das interessiert jetzt nicht so wirklich. Das Wichtigste ist echt die Karawane, dass die hier rauskommt. Dass wir unten das einsammeln. Wir müssen oben noch einen neuen Captain of the Guard beschwören. In den Amt setzen. Genau. Captain of the Guard. Wer ist das jetzt? Wer ist denn von der Miliz noch über? Meowis? Namenloser, 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 namenloser. Full OP. Minato. All there. Und das war's. Na gut, nehmen wir den ersten. Da, Meowis. Und Meruvis braucht natürlich gleich wieder das Zimmer, das schon 10.000 Mal den Besitzer gewechselt hat. Da. Und, hey, hier steht Current Owner, also momentaner Besitzer, Pankulos. Das ist jetzt komisch. Na gut, hilft nichts. Also, Pankulos ist doch tot. Ich habe die Todesnachricht gesehen. Und hier steht es genauso. Vielleicht weil der andere Zwerg hier immer noch drin wohnt und er mit Pankulos verheiratet oder anderweitig liiert war. Deswegen taucht der Name hier immer noch auf.
Na gut. Kann man nichts dran ändern. Ist komisch, aber ja. Ein Kelbipup wurde geboren. Ah, sehr schön. F1. Die Händler bewegen sich immer noch nicht. Die Goblins sind jetzt auch eindeutig geflohen, oder? Also sobald die ersten weggehen, heißt es meistens, dass dann alle nach und nach verschwinden. Ich guck mal kurz auf die Einheitenliste. Und wir sehen, doch, hier sind auch zwei Invader. Ach, da sind die Krüppel wahrscheinlich. C. Ja, das sind die, die ganz schwer angeschlagen sind. Gut, dann mache ich jetzt einen nicht ganz so risikofreien Eingriff. Und zwar Türen auf. Du warst für die Zugbrücke, genau. A, P. Und die Tür ist zugänglich. Gucken, ob das nicht in die Hose geht. Also alle Tore auf. Dann kann die Karawane ganz kurz raushuschen. Und dann machen wir alle Schalter wieder an. So weit, so gut. Sie bewegt sich endlich. Warum auch immer die den Weg nach unten nicht genommen hat. Und das sind auch nur die Karawanenmitglieder oder sind das auch unsere Zwerge dazwischen, die irgendwas einsammeln wollen? Ich glaube, da ist einer von uns dabei. Da sind viele von uns dabei. Was wollt ihr denn machen? Jen. Store Item in Stockpile. Ah, die wollen jetzt runterlaufen. Über den Eingang, der immer noch nicht zu ist. Um dann ins Höhlensystem zu kommen, weil sie anderweitig nicht mehr runterkommen. Na. Ah. Nee, nächster. Alarm wieder an. Bleibt im Inside. So, jetzt müsst ihr zurücklaufen. Was für ein Heckmeck. Also die Kontrolle der Zwerge ist echt eine Heidenarbeit. So. Die Karawane ist jetzt offiziell draußen. Hängt auch keiner hinterher. Ist hier nicht noch irgendwo ein Muli oder so? Nee, schau gut aus. Also, drück den Schalter, drück den Schalter und drück den Schalter. So, wenigstens das hat einigermaßen geklappt. Komm, 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 schnell zumachen, bevor gleich irgendwie dann ein Troll oder ein Drache oder eine Goblin-Armee hier antanzt. Ich hätte nicht Goblin-Armee sagen sollen, denn wir hatten immer noch keine richtige Invasion. Das waren ja alles nur Überfälle bisher. Wenn eine Invasion kommt, sind wir sowas von tot. Ja, so. Was haben wir jetzt noch zu tun? Also, unten wird aufgeräumt. Unsere Miliz ist nicht aktiv, das heißt, sie ruht sich entweder aus und versucht wieder einigermaßen Moral zu bekommen, was ja auch sehr wichtig ist, oder sie trainiert, was genauso wichtig ist. Ich guck mal ganz kurz zur Schmiede, ob da was passiert und wenn nicht, sollten wir ein bisschen was anwerfen. Oh, ich sehe jede Menge Goldbarren. Das ist schick. Können wir denn was Schönes aus Gold herstellen? Furniture. Gold. Einen goldenen Käfig. Ja, das haben unsere Goblins doch verdient. Hm? Nein, wir hätten gerne eine goldene Statue. Die können wir einfach in jeden Raum reinstellen, der ein bisschen gepimpt werden muss. Und einen goldenen Sarkophag. Das klingt doch auch schick. So, davon nehmen wir mal 3 Stück. Und ich sehe gar keine Statue. Amorstand, Block, ein Floodgate aus Gold. Nein, da, Statue. Und die mache ich jetzt auf Repeat, solange bis alles Gold weg ist. Oder brauchen wir das Gold noch für irgendwas anderes? Nee, Gold habe ich eigentlich nur geholt und eingeschmolzen, damit wir daraus wertvolle Gegenstände herstellen können, die wir aufstellen können, damit das fortan Wert gewinnt. Damit wir mehr Migranten bekommen. Also gut, das Repeat kann da stehen bleiben. Wood Furnace. Wir haben kein Holz mehr zu verbrennen. Und ich kann jetzt auch nicht nachgucken, wie viel Kohle und andere Blöcke wir haben, weil die Karawane noch auf dem Bildschirm ist. Da wird deren Zeug ja mit reingerechnet irgendwie. Das ist doof. Aber die Zwerge sind ja schön am Hin- und Herflitzen. Also sind anscheinend die Befehle noch nicht abgearbeitet. Also das Einschmelzen der Kupfersachen, der Silbersachen, das Neuherstellen von den Kettenhemden. Obwohl, das kann ich auch hier überprüfen. Das ist alles durch. Ja, okay, Kettenhemden waren auch sehr viele dabei. Oh, und der Goldsarkophag ist richtig schwer. Der Zwerg kommt ganz langsam vorwärts. Ja, so muss das sein.
Schön, schön. Also an Wert gewinnt unser Fort auf jeden Fall. Dafür verliert es regelmäßig an Personal. Das ist echt doof. Aber vielleicht kommen wir irgendwann auf den grünen Zweig, wenn wir immer schön weiter durchhalten und nach die Ausrüstung weiter ausbauen. Denn selbst wenn die Zwerge sterben, die Ausrüstung bleibt ja in irgendeiner Form behalten. Obwohl ich mir da auch nicht sicher bin. Das hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Denn es fehlt doch ziemlich viel Ausrüstung. Und eventuell sind die alle bei uns in den Sarkophagen, bei den Leichen mit drin. Aber das konnte ich nicht nachgucken. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, dann würden wir niemals gute Ausrüstung bekommen, weil immer wieder Zwerge sterben. Grummel. Na gut, können wir nicht ändern. Machen wir erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge gucken wir dann, wie sich das unten entwickelt hat mit der Aufräumaktion bei den Goblins. Also, bis gleich.